Guten Morgen, ihr Lieben da draußen, die Susanne Lorey, wieder hier im Programm. Wir machen wieder unser Sonntagsfrühstück, habe mich wieder auf euch gefreut, ja. Und ich denke, dass ich heute wieder ein paar spannende Themen für euch dabei habe, ja. Und solange ich euch bis ich diese Themen euch vorlese, dass ihr euch vielleicht wieder ein bisschen meldet, dass ihr euch gegenseitig wieder sehen könnt im Chat, also einfach ein bisschen ein paar Grüße reinschreiben, dass ihr euch nachher auch ein bisschen kontakten könnt. Und ihr wisst ja, es ist immer ganz, ganz toll, wenn ihr euch gegenseitig vielleicht auch ein bisschen Fragen beantwortet oder mal eingreift, wenn jemand nicht mehr so weiter weiß. Gut, also ihr Lieben, ich lese euch mal die Fragen schon mal vor. Es haben sich wieder sehr viele angemeldet, deswegen habe ich versucht, wieder hier sehr unterschiedliche Themen für euch zu finden. Das erste Thema, das wir uns vorknöpfen, da geht es um die Motivation, weil da einige von euch gefragt haben, wieder, ich bin in einem Tief und ich komme irgendwie nicht selber richtig raus und was kann ich tun? Und da möchte ich euch einfach einen kleinen Impuls geben, wie du dich selber am Schopf packen kannst oder dich selber vielleicht so motivieren kannst, dass du leichter in Erfolge reingehen kannst, ja? Gut, das zweite Thema, das liegt mir ein bisschen am Herzen, weil ich wieder mal über ein paar Blogtexte gestolpert bin und Videos, wo es da immer heißt, die Empathen haben irgendwie so ein bisschen einen Schlag und kompensieren irgendwelche Defizite aus der Kindheit. Da möchte ich dann schon mal ein bisschen einen Text abgeben, ja, um da mal ein bisschen einiges klarzustellen. Also da geht es um die Empathie und ich habe es provozierend formuliert, ob wir einen Sprung in der Schüssel haben, ja. So, dritte Geschichte ist, da geht's, ich muss bloß den Ton ein bisschen zurückstellen, weil sonst kommen hier lauter Nachrichten rein und ihr hört die alle mit. So, dritte Sache, da geht's um Manipulation von Kindern, das haben sich viele gewünscht. Ich habe auch momentan ganz viele Klienten hier in der Praxis oder auch im Videochat, wo es darum geht, dass diese Kinder in toxischen, narzisstischen oder dysfunktionalen Familien sehr stark manipuliert werden. Also da werde ich mit euch dann nachher mal ein bisschen drauf gucken. Und was haben wir als viertes? Das ist auch eine spannende Frage, die habe ich letzte Woche gestellt bekommen. Und zwar wollte da jemand wissen, was ist denn eigentlich wahre Größe? Und da habe ich mir gedacht, okay, sollst du das jetzt als einzelne Frage aufnehmen? Weil ihr wisst ja, ich bündel immer die Fragen von euch. Aber ich fand die Frage spannend und deswegen habe ich mal ausnahmsweise jetzt eine Frage auch genommen, die ein einzelner Herr gestellt hat. Ja, soweit mal der Überblick. Ist das für euch bunte Mischung genug? Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr ja vielleicht auch nochmal reintexten, falls ihr bei irgendwo einen Schwerpunkt haben wollt, weil manchmal kann man ja da ein paar Zeilen dann mehr dazu zu sagen. Gut. Ich sehe schon, es sind ganz, ganz viele wieder dabei. Ich habe gedacht, naja, es ist Urlaub, da ist wahrscheinlich keine Socke unterwegs, aber ihr seid ja hier sehr treue Seelen, ja? Gut, Leute, fangen wir an mit der Motivation, weil das können wir eigentlich alle ein bisschen brauchen. Ja, manchmal hat man Durchhänger, manchmal hat man Depri, manchmal sagt man, warum geht nichts voran und warum kann ich mich nicht selber motivieren? Und da möchte ich euch einen ganz kleinen Überblick mal geben, was Motivation selbst auch angeht. Also was für euch immer wichtig ist, rauszufinden, ist, was bist du denn überhaupt für eine Type? Ja? Bist du jemand, der intrinsische Motivation braucht? Ja? Intrinsisch heißt, es kommt aus mir. Ich sage euch gleich was dazu oder gebe euch Beispiele, dass es klarer wird. Oder bist du eher der Typ, der reagiert, wenn er extrinsische Motivation kriegt, also Dinge von außen? So, was verstehen wir darunter? Ja? Also intrinsisch wäre zum Beispiel, wenn du als Kind in der Schule gelernt hast, weil du Geschichte spannend fandst. Wenn du gelernt hast und sagst, super, ich bohre mich da in die Bücher rein, das gefällt mir, ich habe Spaß dran, ist das eine intrinsische Motivation. Wenn du aber gelernt hast auf den letzten Drücker und weil diese scheiß Noten dir im Rücken stecken oder weil du Strafe kriegst daheim oder umgedreht auch, weil du Belohnung kriegst, weil du immer für einen Zweier 5 Euro gekriegt hast oder sowas, ja, dann ist es ausschließlich extrinsische Motivation. Ist das schon mal so ein bisschen klar? Also diese Aufteilung braucht das so ein bisschen, dann könnt ihr euch selber besser einschätzen.
Jetzt muss ich euch allerdings eins vorausstecken: intrinsische Motivation ist immer besser als extrinsische. Ja? Das erkläre ich euch auch gleich, warum. Weil intrinsische Motivation arbeitet längerfristig. Also da hast du dein ganzes Leben was davon. Extrinsisch, also wenn du Belohnungen von außen brauchst, sagen wir mal, du sagst, ich mache jetzt die Steuer und wenn ich jetzt die Steuer gemacht habe, dann gehe ich in die Stadt shoppen. Ja? Das ist ja extrinsisch. So, man weiß dann aber, wenn eben Belohnungen nicht mehr kommen, also diese Außenreize, dann geht deine Motivation in ein Jammertal und das wollen wir ja nicht. Ne? Und da gibt es sogar, habe ich eine kleine Studie gefunden, oder was heißt Studie, da hat man experimentiert mit Kindergartenkindern. Und da müsst ihr euch vorstellen, die haben jetzt die Aufgabe gekriegt, die sollen schöne Bilder malen. Und man hat jetzt diese Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt, ja, und hat jetzt den Kindern den Auftrag gegeben, so, wer von euch jetzt das schönste Bild malt, der kriegt Süßigkeiten danach. Also welche Gruppe schöner malt, die kriegen Süßigkeiten. Ja, und da haben sie sich angestrengt und was sie aber nicht wussten, es hat bei diesen Versuchen immer eine Gruppe die Süßigkeiten bekommen. Und da hat man jetzt eine Beobachtung gemacht, dass bereits in der dritten Woche, also dritter Versuch, wo man dann gesagt hat, diesmal gibt's ausnahmsweise keine Süßigkeiten, dass die Gruppe, die eigentlich nie einen Preis gekriegt hat, ja, trotzdem eigentlich freudig dabei waren, wollten da weitermalen und die Gruppe, die Belohnungen gekriegt hat, die hat gesagt, nee, dann haben wir keinen Bock. Also du siehst an diesem Versuch, dass es wichtig ist, dass du intrinsische Motivation bei dir kreierst, um längerfristig durchzuhalten. Das ist zum Beispiel ja auch mein Job. Guck mal, wenn ich hier mit den Leuten arbeite und ich nehme meinen Job wirklich sehr, sehr ernst als psychologischer Berater oder als, ich mache ja viel auch Business Coaching, Personal Coaching, dann könnte ich die Leute drauf trimmen, extrinsisch durch mich, ja, in die Entwicklung zu gehen. Und dann sagen sie, ja, ich muss wieder dazu Susanne, die gibt mir wieder dann einen Anlauf und einen Schubs und dann komme ich wieder weiter. Aber längerfristig ist es nicht mit meiner Ethik vereinbar. Ne? Weil ich möchte, dass die Leute in die Autonomie gehen. Die sollen, ich hätte jetzt fast gesagt, Blut lecken, dass das der richtige Weg ist. Aber wenn die merken, es ist richtig, es fühlt sich richtig an, sie kommen vorwärts, möchte ich, dass längerfristig die intrinsische Motivation wirkt und sie das aus eigenen Stücken machen und nicht mit mir in eine Abhängigkeit gehen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen geschäftsschädigend für mich, weil es gibt sicherlich mehr Leute, die dann sagen, ja, machen wir doch lieber eine Abhängigkeit und dann tappelt der da was, weiß ich, 5 Jahre lang bei mir vorbei und ist abhängig von meinen Entwicklungsschritten, aber das ist in dem Fall bei mir nicht das, was ich will. So, das Zweite, was du wissen musst, und da guckst du mal, in welcher Partei du da unterwegs bist. Wir müssen unterscheiden, bist du ein von etwas Weg-Typ, also von etwas Negativen Weg-Typ, oder ein zu etwas Positiven Hin-Typ. Was heißt es? Sagen wir mal, du willst abnehmen, ja? Und du bist ein Von-Weg-Typ. Dann muss ich wissen, dass ich reagiere auf Bilder, auf Visionen, auf Listen, auf Vorstellungen, die etwas Negatives zeigen. Also wenn du irgendein furchtbares Bild hast, wo du als kleine Biertonne am Strand sitzt und sagst, Gottes Willen, meine 100.000 Ringelchen, ja, die müssen weg, schaut ja furchtbar aus, dann ist es wichtig, dass du als Von-Weg-Typ, der eher dadurch motiviert ist, durch diese Negativbilder, dieses Ding auch irgendwo hinklebst. Oder dir auch vorstellst, oh Gott, wie schrecklich und wie schauen mich die Leute an und das T-Shirt kneift. Und also dir alles Negative sammelst, was du ganz gruselig, ganz furchtbar findest und es entweder malst oder als Collage klebst oder abfotografierst oder eben als Stoffsammlung dir beisammen hast und dich auch immer wieder an diese negative Situation erinnerst. Und dann kommst du zum Beispiel besser weg von. Wenn ich zum Beispiel Steuer mache und gucke auf meinen Tisch oder Bürokratie allgemein, mache ich nicht gern. Also ich bin der Von-Weg-Typ, weil mich das so angruselt dann, dass mein Tisch sich biegt und dass ich sage, Gottes Willen, schau, dass du den Schotter wegkriegst. Ja, meistens habe ich dann auch Zeitdruck und dann geht bei mir was.
Aber es soll ja Leute geben, die sind so fantastisch mit Buchhaltung unterwegs, weil sie das akribisch machen, jedes Zettelchen einlochen und es furchtbar fantastisch finden, wenn sie vor ihren 10 Ordnern stehen, wo alle wunderbar beschriftet sind und diese Freiheit des Steuerwesens einatmen. Ist das so ein bisschen verstanden? Also, das heißt, wenn du wieder mal in einem Tief bist, guck einfach, was brauchst du? Brauchst du Negativbilder? Oder andere Seite, motivierst du dich durch positive Gedanken, positive Bilder, positive Listen. Also gehen wir nochmal ins Abnehmen. Bierfässchen haut bei dir nicht hin, das Bild macht mit dir nichts, aber vielleicht bist du der Hinzu-Typ und dann musst du dir Bilder oder Listen oder Stoffsammlungen anlegen, was alles Tolles bei dir passiert, wenn du 5 Kilo weniger hast. Oder du kannst dir Bilder hinkleben von Leuten, wo du sagst, ey, Top-Körper, super. Also das ist echt mein Vorbild. Wenn ich da so ein bisschen in die Richtung gehe, dann klappt es. Also das sind gerade für euch jetzt, also wir sind ja sehr, also hier in der Runde zumindest viel hochsensible Typen oder empathische oder also Bildertypen, ja. Sinnlichkeit ist uns sehr wichtig. Und da arbeitest du mit solchen Bildern sehr, sehr schnell und sehr, sehr zügig, wenn du weißt, was du für ein Motivationstyp bist. Ist das so ein bisschen klar auf die Schnelle? Ich meine, ich könnte euch da einen ganzen Tag Seminar drüber machen, aber so mal als kleiner Anblick oder Ausblick, was da wichtig ist in der Richtung. Ja? Soweit klar? Gut, wenn ihr Fragen habt, wieder reinklimpern, vielleicht, ne, wenn jemand da Bescheid weiß, dass er dir beantwortet. Ich schaff's nicht mehr ganz, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich, weil wenn ich 600, 700 Kommentare habe, boah, ich habe zu tun, dass ich das überhaupt alles lese und teilweise like ich das auch, wenn es persönliche Ansprachen sind, aber ich kann sie nicht mehr beantworten. Und auch bitte nicht böse sein, weil ich wieder sehr viele Briefe gekriegt habe, wo die Leute stinkig waren, weil ich nicht angeantwortet habe, weil ich nicht ihre Vita entschlüsselt habe und nicht ihre Sorgen und Probleme. Ich kann es nicht machen, Leute, macht euch bitte, nehmt den Hörer in die Hand, macht euch Termine mit mir aus und dann kann man in ein paar wenigen Sitzungen oft ganz viel auflösen. Ja, aber da bitte ich euch darum, macht Termine, ich habe eh kaum mehr Freizeit, ja, weil ich so viel eben auch hier kostenlos mache. Ja, ich hoffe da auf euer Verständnis. So, Heidrun sagt, gut erklärt, dann freue ich mich, Heidrun, auch dass du wieder dabei bist. Ja, Heidrun ist Moderator, also ist Admin in meiner Selbsthilfegruppe, ganz tolle Frau. Ja, also ich grüße da mal dazwischen. So, dann haben wir hier als zweites Thema habe ich doch gesagt mit der Empathie. Also das ist wieder mal ein persönliches Anliegen von mir, weil ich gucke ja mal, ich lese, ich muss ja viel recherchieren zu den ganzen Themen. Und da bin ich wieder über Blogtexte gestolpert oder auch über Videos, wo es da heißt, ja, die empathischen Menschen, die haben irgendwo einen Schlag weg, weil durch ihre ganze Empathie und Fürsorge und altruistische Haltung, die würden da ihre alten Wunden kompensieren und im Grunde genommen haben die furchtbare Defizite, ja, und eigentlich sind sie ja überhaupt nicht weit weg vom Narzissten, weil es nur eine andere Blüte derselben Wurzel ist. Also insofern sind ja Narzissten und empathische Menschen, die sind ja eigentlich ja, fast gleich, also weder gut, schlecht, die sind gleich angeordnet. Leute, da werde ich sauer, da bin ich wieder mal ziemlich sauer, weil ich meine, es gibt doch einen klitzekleinen Unterschied. Unterschied, ob ich narzisstisch, toxisch, absorbierend unterwegs bin und andere schädige oder abwerte oder diffamiere oder sonst was da alles gemacht wird, oder ob ich empathisch bin und fürsorglich und die anderen Menschen unterstütze oder helfe oder irgendwelche sozialen Fähigkeiten habe. Leute, also da lang ich mir echt an den Kopf, wie ich solche Behauptungen aufstellen kann. Ja? Und jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, was ist Empathie? Weil das selber wissen, Empathie ist Einfühlungsvermögen, Empathie ist Mitgefühl und das ist praktisch die Fähigkeit, gerade HSPler von euch, die wissen das, Hochsensible, dass ich in die Gedanken, in die Gefühle, in die Stimmungen eines anderen Menschen reinspüren kann. Also Hochsensible können das dramatisch gut, oft ist es oft auch das schmerzvoll, weil wir das andere Zeug von den Leuten auch fühlen, ja. So, und jetzt zweiter Vorteil ist, ich kann dann, wenn ich dies doch fühle, ja, dann kann ich auch adäquat reagieren. Was heißt das adäquat? Das heißt, ich kann angemessen darauf reagieren, wenn jemand Schmerz empfindet. Dann versuche ich dem zu helfen, oder? Oder ist das falsch?
Oder wenn jemand traurig ist, dann gehe ich rüber und tröste den, oder? Was ist da falsch? Ist da irgendwo eine kompensatorische Fehlentwicklung in meinem Hirn? Leute, jeder kleine Kleinkind weiß, was Empathie ist. Es kommt erst später durch Erziehung, dass die da eine Schraube locker kriegen dann und die Empathiefähigkeit abbricht oder fehlgeleitet wird, ja? Also nochmal, wir können angemessen reagieren. Und man weiß, je mehr man fühlen kann, sich selbst fühlen kann oder auch Bezüge hat zu Natur, zu Tieren, zu Leben, ja, desto mehr kann ich adäquat und sozial auf Gemeinschaft oder Menschen dann wirklich auch antworten. Ja, und da sträube ich mich dagegen, dass hier empathische Menschen in eine ganz blödsinnige Ecke gestellt werden. Ja, und wer mir nicht glaubt, weil man wieder sagt, ja, die Lora, jetzt rumpft sie wieder auf, macht ihren Mund wieder ganz viereckig. Leute, da braucht ihr doch nur Hawkins nachlesen. Das ist der, wisst schon, der Astromensch da, der da im Rollstuhl gehockt war, der gestorben ist jetzt. Der hat auch gesagt, wie habe ich mal in einem Video euch erwähnt, 100 Jahre hat angeblich die Menschheit noch, sagt er, aber nicht wegen Krieg, Umweltverschmutzung und dem ganzen Ballerballer außenrum. Nein, weil die Empathie stirbt, Leute. Und dafür bin ich hier auf dem Plan. Ich ziehe die Flagge hoch für empathische Entwicklung. Ein Gegengewicht zu diesem ganzen bescheuerten, narzisstischen, egomanischen Habitus, der da immer mehr hier Einzug gewinnt. Ja, gesellschaftlich, beruflich, ökonomisch, überall. Ja, also ich hoffe, dass ich da so ein bisschen auf Verständnis bei euch stoße. Ja, so, und ich meine, es hat ja auch große Vorteile, Empathie. Ja, erstens, wie gesagt, adäquates Reagieren, also sozial. Ja, aber es ist auch ein großes Plus, wenn du erfolgreich sein willst, weil du brauchst einfach das Vertrauen der Menschen. Du musst ja auch Menschen motivieren können, die müssen dir nachfolgen dürfen und einfach auch wissen, du bist keine falsche Socke, ja? Oder irgendjemand, der nur seinen eigenen Vorteil im Hirn hat. Wo kommen wir denn hin, wenn wir keinerlei Vertrauen mehr haben? Wo kommen wir hin, wenn wir keine mehr vertrauen können, wenn wir kein mehr aufs Wort trauen können? Ja, also, und man weiß auch längerfristig, ja, weil man wollte ja auch ein bisschen wissen, Führung, Qualität in Business und so weiter. Ein Vorteil haben nur narzisstisch-toxische oder auch sehr karrierezüchtige Führungsfiguren. Sie können ein Team vorantreiben. Sie sind ehrgeizig, sie sind leidenschaftlich, sind auch machthungrig, ja. Haben auch nicht die Ängste, sind sehr risikobereit, aber Leute, Ohren auf, ja, spätestens nach 2, 3 Jahren geht's oft los, dass diese Teams auseinanderbrechen, weil hier keine sozialen Fähigkeiten des Bindens unterwegs sind. Ja, also ganz klar, wenn ich als Businessmensch längerfristig denken will, ja, und will, dass meine Firma blüht, dann darf ich nicht auf Leute bauen, die ihren eigenen Vorteil im Auge haben. Das kennen ja vielleicht manche auch, solche Führungsfiguren gibt es ja genug, ja, und dann bricht das Team irgendwann auseinander. Oder? Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Bin ich jetzt auf dem falschen Gaul oder irgendwie? Ja, also wie gesagt, das hat sehr viele Vorteile. Und ist meines Erachtens auf Abmarsch und muss gefördert werden wieder, ja. So, aber ich will dennoch euch noch ein paar kleine Hinweise geben, weil wir ja hier in der Gruppe oder drüben in meiner Selbsthilfegruppe und so weiter, wir sind sehr viele empathische Menschen, sensible, feinfühlige Menschen. Leute, aufpassen, weil Empathie hat natürlich auch Gefahren. Erstens einmal habt ihr die große Gefahr, dass ihr angedockt werdet. Das habe ich ja schon in mehreren Videos gesagt. Wir sind eine sehr starke emotionale Ressource, durch unsere Hilfsbereitschaft, den anderen unterstützen wollen, den anderen hegen, pflegen und abstützen wollen, wird natürlich oft auch missbraucht. Also wir sind gefundenes Futter für viele Leute. Also da aufpassen. Wo ihr auch merkt, dass man manchmal Schwierigkeiten haben, ist, dass wir Fremdgefühle spüren. Was heißt das? Vielleicht, ich weiß nicht, wer das kennt, könnt ihr da mal reinschreiben. Du gehst in einen Raum oder du stehst neben einer Person und du spürst regelrecht, dass sich das ungut anfühlt. Du spürst das Düstere, du spürst die Aggression, du spürst die Traurigkeit eines anderen Menschen. Und du merkst, wie dich so in dich eindringt. Und du gehst nach so einem Gespräch dann oft drauf und sagst, oh, ich fühle mich furchtbar schlecht.
Ja, wo wir dann oft überlegen müssen, ja, ist das jetzt, ist das mein Gefühl der Trauer und der Apathie oder war das jetzt das Gefühl von dem anderen? Kennt ihr das? Also wer es kennt, schreibt es mal rein, weil das ist gar nicht so ungewöhnlich. Das ist sehr häufig, dass Menschen das spüren können. Also schlechte Situationen, Menschen, die, ja, solche Sachen. Und das führt natürlich relativ schnell auch zu emotionalen Erschöpfungen, ja, weil gerade Hochsensible, die das wesentlich stärker nochmal wahrnehmen, ja, kannst dir vorstellen, der ist wie ein voller Kaffeefilter irgendwann, der ganze Dreck ist drin und hat sich da abgesetzt in diesen Menschen, ja. Also da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein und auch in der Richtung der Angreifbarkeit, weil wenn einer natürlich das schlau kriegt, dass du sensitiv bist, dass du empfindsam bist, dass du sensibel bist, ey, da hat er die Waffe schlechthin in der Hand, ja, weil er genau weiß, wenn er dich emotional torpediert, attackiert oder auch isoliert, also diese, weißt schon, Liebesentzug, da gehst du ein wie eine Primel, ja. Also aufpassen, weil wir sehr stark auch angreifbar sind dadurch. Soweit verständlich, ihr Lieben? Franzi sagt schrecklich. Naja, einfach mal das Schreckliche angucken und dann kann man da besser mit umgehen. Ja, besser die Sachen als Spielregeln erkennen und dann kann ich da präventiv eingreifen. Ja? So. Also es sind einige, die von euch schreiben. Ganz, ganz toll. Ich lese das nachher auch ein bisschen durch. Prima, dass ihr das so seitlich ein bisschen schafft, damit reinzutippen und gleichzeitig mir zuzuhören. Wäre natürlich klasse, wenn ihr vielleicht das nachher nochmal anhört und dann könnt ihr nochmal ein bisschen das auch von den anderen verfolgen, weil ja da sehr viel spannende Sachen oft drin stehen, die uns auch helfen, wenn wir die Erfahrungen von den anderen mitkriegen. Ja, also lest es vielleicht nochmal danach durch. Soweit klar? Können wir weitermachen? Wenn ich weitermachen darf, dann macht er wieder Daumen oder viele machen ja so diese Herzchen, die fliegen dann immer hier durch den Bildschirm, ja. Und dann weiß ich immer, dass ich weitermachen darf, ja. Gut. So ein paar Lachgesichter kommen da auch, ja. So, drittes Thema, ihr Lieben. Wir haben jetzt die Manipulation von Kindern, von Kindern in toxischen, narzisstischen Konstellationen, in dysfunktionalen Familien hauptsächlich, ja. Und das ist leider ein ganz, ganz schlimmes Phänomen. Ich habe jetzt allein gestern habe ich mehrfache Coachings gehabt, wo genau das Thema war. Und Manipulation kann ja vielfältig sein, Leute, ne? Also ein Kind kann manipuliert werden von jemand, der, was weiß ich, Elternteil, der eine emotionale Leere hat, ja, der depressiv ist, dann benutze ich das Kind. Oder wenn ich auch Machtgelüste habe oder Gefühle von Kleinheit, dass ich das Kind benutze, instrumentalisiere, um meine Machtgelüste auszuspielen. Also das ist eine Art der Manipulation. Dann gibt es die Art der Manipulation zum Beispiel, dass ich ein Kind als Projektionsfläche benutze für mich und meine defizitären Gefühle. Beispielsweise, ich habe jetzt hier einen Fall, da ist der Papa ist Musiker, ist eigentlich sehr, naja, nicht sehr erfolgreich und jetzt trimmt er seine Kinder auf Musik. Oder die Tochter ist jetzt angesehene Violinistin und muss draußen, macht die Riesenkonzerte und hat sich praktisch der Projektion des Vaters verschrieben und ist der verlängerte Arm in dem Fall des Vaters. Ist das so ein bisschen verständlich schon mal? Also du dienst als Kind als Projektionsfläche für das, was Eltern zum Beispiel von dir wünschen, ist eine massive Instrumentalisierung. So, wo ich aber mit euch jetzt mal ein bisschen noch reingucken will, es ist eigentlich ein böses Thema, ist, wenn die Kinder zu Soldaten gemacht werden, zu Waffen gemacht werden innerhalb der Familie. Was nicht, könnt ihr mal vielleicht reinschreiben, wer es kennt, bei euch in der Verwandtschaft, in der Familie. Und zwar, das kann sehr verschieden sein. Das kann, also die klassische Situation ist, wenn zum Beispiel narzisstische Ex-Partner die Kinder nach und nach formieren zu Soldaten gegen den anderen Elternteil, gegen die Mutter sehr häufig. Es können aber auch so Konstellationen sein, überlege mal für dich, wo zum Beispiel die Großeltern eingreifen, die Großmutter, die Schwiegermutter eingreift und ständig die Kinder sich krallt und gegen die Mutter, gegen die Tochter in dem Fall vorgeht zum Beispiel.
Es können aber auch, habe ich auch zwei Fälle gerade, wo sogar Schwestern eingreifen und die Kinder sich krallen, um die Schwester ja, auszutrocknen, wenn du so willst. Also was er schon merkt, die Kinder werden hier benutzt, um jemand anderen feindlich zu schwächen oder sogar zu zerstören. Warum? Ist ja logisch, weil wenn du Kinder liebst, und normal ist das, also ich als Mutter, ich liebe meine Kinder abgöttisch, ja, aber wenn du diese Kinder entziehst oder entfremdest oder sogar als Waffe umbaust quasi, ja, ist das das Schlimmste und das Schmerzhafteste, was du einem Elternteil dann natürlich in dem Moment antun kannst. Also es hat eine hochschädigende Wirkung und ist in Sicherheit, gerade in narzisstischen Konstellationen, bewusst auch eingesetzt. Es ist kein Zufall, es ist eine bewusste Waffenführung. Soweit verständlich für euch? So, jetzt kann man natürlich fragen, warum geht man an die Kinder ran? Es liegt ja eigentlich auf der Hand. Kinder sind noch nicht so misstrauisch wie Erwachsene. Kinder haben noch nicht viel erlebt. Kinder, Jugendliche sind extrem stark manipulierbar, ja, weil sie die natürlichen Grenzen noch nicht haben, die Erfahrungen nicht haben, weil sie gutgläubig sind, weil sie teilweise auch noch denken, sie kämpfen fürs Gute. Also wenn der ein Elternteil sich zum Beispiel als Opfer hinstellt und sagt, oh, Mama ist böse, Mama ist geizig, Mama gönnt dir das nicht, Mama hat mich ausgetrocknet finanziell oder Papa ist böse, Papa trinkt so, bla 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 bla, ja, und dem Kind wird dieses eingeflößt mit der Zeit, ja. Dann ist doch das logisch, es ist wie eine Art Gehirnwäsche, wo dieses Kind praktisch irgendwann umfällt und sagt, ja, Papa, Mama oder Oma, die haben da recht. Ja, also das gibt es ja gar nicht. Mama muss schlecht sein. Ja? Also durch diese Gehirnwäsche wird das Kind sehr, sehr leicht und intensiv manipuliert. Soweit klar? Gut, und wie kommt man an das Kind ran? Da könnt ihr wahrscheinlich auch euer Liedchen singen, also die, die das schon mitgemacht haben. Das sind meistens irgendwelche Privilegien, die die Kinder oft auch kriegen. Okay, ich kann ein Kind auch durch Ängste manipulieren, ja. Aber oft werden die Kinder gefüttert mit irgendwas. Die Großeltern erlauben Dauerfernsehen oder Computer, was sie bei den Eltern nicht durften. Oder es werden Belohnungen für irgendwas ausgesetzt oder Events oder Klamotten gekauft oder Technik gekauft oder mit Urlaub wird da gelockt, ja. Also es werden Köder gesetzt und ein Kind nimmt diese Köder praktisch viel, viel schneller auf als ein Erwachsener. Und das ist das Schlimme bei diesem Spiel. Ja? Gut. Jetzt stellst du dir mal vor, ihr könnt ja vielleicht, weiß nicht, wenn euch das einfällt und ihr möchtet es den anderen sagen, schreibt vielleicht auch mal ein bisschen rein, wodurch die Kinder geködert werden. Weil es ist manchmal ganz hilfreich, wenn man das Spektrum erkennt, was eine Person macht, um diese Kinder zu entziehen und auf die Seide zu zählen. Denkt mal ganz kurz nach, ja. Sabine sagt, die armen Kinder, das wirst du auch gleich hören, Sabine, das hat auch Spätschäden für diese Kinder. Also die Kinder stecken das nicht einfach ab. Ja? Gut. Leonie sagt, ich lasse mich nicht mehr täuschen, nicht am Arbeitsplatz und auch, jetzt kann ich das nicht mehr lesen, aber wie gesagt, ich lese es nachher nochmal durch. So, was passiert jetzt? Jetzt stellst du dir vor, dieses Kind hat jetzt diesen Köder geschluckt. Ja? Das Kind hängt an der Leine. Oma, Opa, Großvater, Schwester, Ex-Partner hat jetzt diesen Köder ausgelegt. Das Kind hängt an der Leine. So, und jetzt geht es meistens los, dass diese Kinder längerfristig und wiederholend immer mit der gleichen Botschaft bespielt werden, dieses Repetieren. Das ist vor allen Dingen dann fatal, wenn du zum Beispiel Wechselmodell hast, wenn die Kinder immer zu gleichen Teilen rüber und rüber geschickt werden oder am Wochenende die Kinder kommen plötzlich heim, sind irgendwie total verändert, sind von der Haltung total verändert, ja, weil die werden ja eingesetzt jetzt in verschiedensten Arten und Weisen. Die einfachste Variante, das ist, wenn sie zum Beispiel Informationsträger spielen soll. Also Papa, Mama kommunizieren nicht miteinander, aber über die Kinder wird kommuniziert.
Oder wenn sie Spitzel sind, Spione, sie sollen daheim kontrollieren, was macht Mama, Papa, was ist da ab und soll diese Information nach drüben schaffen. Oder aber starkes, massives, schmerzliches Werkzeug ist immer, wenn die Kinder eingesetzt werden zum Schädigen, zum Abwerten. Ich habe sehr, sehr viele Situationen gerade, wo dann meistens sind es leider diese Mütter, diese alleinerziehenden Mütter, die dann unglaublich verachtet werden. Also die eigentlich alles für ihre Kinder tun. Ich habe hier keinen einzigen Fall, wo ich sage, die Mutter hat einen Hau oder ist schlecht drauf oder macht was falsch, sondern es sind oft liebenswerte Mütter, ja, die aber durch die Kinder massiv geschädigt werden, durch Verachtung, durch Aggression, teilweise körperliche Attacken haben wir auch ein paar Fälle hier, ja. Oder, was natürlich auch sehr schmerzhaft ist, könnt ihr euch vorstellen, durch Liebesentzug. Also, dass kaum mehr Kontakt dann stattfindet zum Elternteil. Also, dass die Kinder immer mehr entfremdet werden und diese ursprüngliche tiefe Liebe eines Elternteils zum Kind dadurch komplett ausgetrocknet wird. Ja? Also, ihr seht, hier sind ganz, ganz massive Sachen unterwegs und ich muss da auch ganz klar sagen, es ist deswegen so grausam das Spiel, weil es auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird. Diese Kinder haben meistens auch Spätschäden dadurch, weil es kannst du dir ja vorstellen, das ist ja wie eine Spaltung für das Kind. Das wird zerrissen zwischen Vater und Mutter, zum Beispiel, zwischen Großmutter und Mutter, ja, zwischen Tante und Mutter oder Vater. Ja, und dieses Zerrissensein, das hat, also zumindest kann ich hier in der Praxis davon ausgehen, es sind meistens unterschiedliche Reaktionen. Mädchen scheinen es ein bisschen besser wegzustecken, aber es ist oft sichtbar, dass die später massive Bindungsprobleme haben, ja, weil diese, zum Beispiel in dem Fall, wenn der Vater gesucht wird als partnerschaftliches Modell der Andersgeschlechtlichkeit und hier zum Beispiel bei einem narzisstischen Vater kein Echo kommt, also dieses Liebende zurückgeworfen, reflektiert werden, dann wird dieses Mädchen dauerhaft das ganze Leben lang nach dem Vater suchen, der endlich auf sie gucken soll. Ja, also das ist eigentlich ein Drama dann oft für diese Frauen später, weil sie große Bindungsproblematiken dann haben. Bei Söhnen ist es oft ein bisschen anders. Also da ist es aber auch nicht sehr viel besser. Ich habe sehr viele Söhne, die fast dran zerbrechen, gerade im Jugendalter, wo dann in der Pubertät diese Zerspaltenheit und auch dieses nicht reflektiert werden, zum Beispiel über den Vater, sehr stark in Aggressionen umschlägt oder in vollkommener Apathie habe ich hier zwei Fälle, oder sie brechen Schule ab, sie brechen Ausbildungen ab, sie haben keinen Bock, teilweise kommen sie auch auf die kriminelle Schiene zum Teil. Ja, also diese Spaltung zwischen dem Vater, wo sie sich eigentlich orientieren müssten, zum Beispiel, ja, weil sie brauchen ja eine Identifikationsfigur auf der maskulinen Ebene, ja, und dieses aber nicht, auch hier nicht beantwortet werden und teilweise drüben dann die Mutter, wo sie sich aber nicht binden dürfen, weil sonst wären sie ja, sie hängen sie am Schürzenzipfel der Mutter, ja, das kann Jungs auch zerbrechen. Ja, also leider, oh, ich habe hier leider momentan sehr drastische Beispiele, die ich gerade mit den Eltern bearbeite, ja. Naja, ich meine, es ist sehr tragisch, das wisst ihr, weil mehr verletzt werden kannst du nicht, als eigentlich über die Kinder, die du liebst. Es hat manchmal zur Folge, dass du Auszeiten nehmen musst, gerade wenn gerichtlich oder über Jugendamt es dann noch heißt, ja, zum Wohle des Kindes müssen wir den da und da oder dort und dort wohnen lassen, obwohl du ganz genau weißt, dass es fingiert ist, dass es falsch ist, dass es falsche Tatsachen sind, dass sogar die Aussagen des Kindes, das haben wir hier momentan sehr häufig, die Aussagen des Kindes vom Jugendamt zum Beispiel komplett identisch sind mit dem, was der Elternteil ihm eingeflößt hat, was er sagen soll. Ja, aber mach was dagegen. Vielleicht aber trotzdem eine gute Nachricht für euch. Ich habe auch nach mehreren Jahren eine Auszeit oft, wenn Elternteile, die ihre Kinder, wenn der Kontakt abgerissen ist, kommen oft die Kinder nach so und so vielen Jahren dennoch wieder zurück.
Ja, aber sie müssen selber ihre Birne anschalten und das können sie oft in der Kindheit, in der Jugend noch nicht. Und dieser emotionale Missbrauch, der stattfindet, den kapieren sie oft erst, wenn sie über 20 sind oder noch älter sogar. Ja, aber bitte keine Hoffnung aufgeben. Es sind sehr, sehr viele Konstellationen, wo wirklich die Kinder dann mühsam zwar zurückkommen, ja, es dauert, ist auch nicht so einfach, diese erste Annäherung wieder, aber irgendwann schnallen sie es auch, ja. Und für die Mütter, die ihr eure Kinder so liebt, ja, wenn die ersten Jahre bei euch waren, vor allem die ersten 3, 4 Jahre, sind sehr, sehr wichtig, dann sei gewiss, dass die Liebe, die du deinem Kind gegeben hast, ja, nicht wegradiert werden kann. Dieses Kind hat die Liebe abgespeichert. Es kann sich zwar entfernen, aber dieses Grundvertrauen und diese Liebe und diese Empathiefähigkeit hast du deinem Kind mitgegeben und das kann ihm auch keiner nehmen. Okay, soweit für euch? Ja, weil ich kann ja nicht nur gruselige Sachen euch erzählen oder dass alles nur chaotisch ist. Aber ihr kennt ja meine Einstellung. Ich sage immer, man muss sich auch das Gruselige anschauen oder was auf mich zukommen kann, weil ich dann reagieren kann oder ich kann auch anders planen und kann es anders einordnen. Weil wenn ich von nichts weiß, von den Spielregeln nichts weiß, dann hocke ich da wie ein Eichhörnchen, wenn es blitzt, ja, und weiß nicht, was um mich geschieht. Und das Blödste, was du dann machen kannst, ist, dass du selber ständig über dich nachgrübelst, was habe ich für Fehler gemacht, wo habe ich vielleicht falsch reagiert, ja. Und das ist, kann ich dir garantieren, das ist eine Endlosspirale nach unten. Und dann zieht es dir irgendwann selber die Füße weg. Und das kann es dann wirklich nicht sein, oder? Hm? Was sagt ihr? Franzi sagt, so ist es, ja. Katja sagt auch gerade noch zu den Kindern spionieren und aushorchen. Ja, also die werden für verschiedene Funktionen, werden die wirklich eingesetzt. Muss mal gucken. Das ist bewusst eingesetzt, um den anderen zu schädigen oder auszuhöhlen. Ja, also falls euch noch was einfällt dazu, textet es vielleicht noch schnell mit rein. Irgendwas, wo ihr sagt, oh, das hilft vielleicht den anderen, wenn sie drüber lesen. Ne? Gut, kriege ich wieder euer Zeichen, weil jetzt wäre das vierte Thema dran. Es sei denn, es ist noch was Größeres, was ihr schreibt, wo ich drauf zugehen soll. Natürlich sind es jetzt lange Kommentare, die kann ich jetzt so im Vorübergehen jetzt nicht alle akribisch lesen. Gut, wo sind wir gelandet? Was haben wir gesagt? Viertes Thema, was war's? Es ist das Thema, was ist wahre Größe? Hört sich ja sehr, sehr philosophisch jetzt an, wahre Größe. Aber ich fand jetzt die Frage, ich weiß gar nicht, wer sie gestellt hat, aber es war ein Herr, fand ich so spannend, habe ich gesagt, komm jetzt, Susanne, jetzt mach mal deine Glühbirne an, überleg mal, was ist denn das, wahre Größe? Ja? Und dann habe ich das Pferd jetzt mal von hinten aufgesattelt und habe gesagt, okay, was ist denn keine wahre Größe? Und dann bin ich auf zwei Kategorien gekommen. Die eine, ich meine, die kennen wir, die haben wir schon ausgelutscht bis zum geht nicht mehr. Das sind diese narzisstisch-toxischen, egomanischen Selbstüberhöhungsgrößen. Also die einen langen Giraffenhals drehen und sagen, guck mal, ich bin der größte und tollste Leistung und super. Und meistens sind sie aber klein mit Hut oft, ja. Und was bei diesen Verzerrungen oder Überdehnungen der Fall ist, und das sind ja auch diese Erkennungsmerkmale, du findest solche Leute immer oder häufig in Konstellation mit Menschen, die sie abwerten, ja, oder sie reden über andere schlecht, oder sie diffamieren, oder sie verunsichern, oder sich schwächen, oder sind teilweise auch aggressiv, oder absorbieren, also das heißt, sie benutzen Menschen. Das heißt, mach dir mal das Bild so ein bisschen auf, der eine vergrößert sich, wodurch vergrößert er sich, indem er andere runterdrückt. Also stell dir mal vor, wie eine Luftpumpe, wenn du drauf drückst, dann geht drüben die Luft hoch. Oder wie eine Luftmatratze, wenn du da drauf drückst, pfeift die Luft raus und das ist die Nahrung für den anderen. Ja, weil ein gesunder Mensch in einer gesunden Größe, sorry, der macht sowas nicht. Ganz im Gegenteil, der wird vielleicht irgendwelchen Armseelen aufhelfen, weil er sagt, komm, du armer Schlucker, ich helfe dir. Aber nicht Abwertung und niemals klein machen. So, was gibt es jetzt noch? Ich habe jetzt als zweite Deformierung habe ich den gewählt, der zu klein ist für die Größe, die er kriegt. Also diese Schablone, diese Größe, dieses Potenzial.
Ich habe hier ganz viele Leute, also hier kommen, bei mir kommen natürlich auch viele Hochsensible, ja, also echt tolle Leute, also von Komponisten über Sängern, ich habe Ärzte, ich habe also wirklich ganz Leute, ganz hochenergetische Menschen. Aber was das Problem ist, wenn du drauf guckst, ja, siehst du, dass die Menschen zwar eine riesen Silhouette haben, aber irgendwie so klein mit Hut geduckt in unten in der Kiste sitzen. Und es kann verschiedenste Gründe haben. Das kann, dass das Selbstwert so klein ist. Kann ja von früher, von der Erziehung her sein oder von, konnten sich nie richtig leben. Aber auch, wenn sie von anderen klein gemacht werden, wenn sie komprimiert werden, wenn sie wie eine Ziehharmonika, du kennst ja die Ziehharmonikas, praktisch zusammengefaltet werden. Und auch das ist eine Deformierung. Sorry, wenn ich zusammengefaltet in der Kiste unten sitze, obwohl ich da drüben so ein großes Potenzial gekriegt habe, wo ich eigentlich für die Welt hier was geben könnte, dann ist es unglaublich wichtig, in diese Größe, in dieses Rückgrat und in diesen aufrechten Gang zu kommen. Und das ist das, was ich hier mit den Leuten natürlich auch mache. Also ich bin auch ein bisschen berüchtigt, weil wenn die Leute hier Coachings machen oder Beratung, ich übe viel mit denen. Das muss zackig gehen. Ich möchte in ganz wenigen Sitzungen müssen die Leute sagen, wow, das ist ja 180 Grad Drehung, da geht bei mir was. Also das Wachstum ist wichtig, um, ihr erinnert euch, in diese Größe zu kommen. So. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, was ist denn jetzt meine Größe? Wie erkenne ich denn das Ganze, bitte schön, ja? Und da ist mir jetzt nichts Blödes eingefallen als so eine, ja, ihr kennt doch die Plätzchenform, diese Blechstechformen, ja? Und dann haben wir gedacht, naja, eigentlich hat ja jeder von uns eine ganz spezielle Funktion, eine bestimmte Form gekriegt. Du kannst aus einer Banane kannst du ja auch nicht, wenn die als Banane angelegt ist, dann wird die keine Kokosnuss. Richtig? Oder wenn du Gurke bist, ja, dann kannst du nicht irgendwie sagen, nein, Ananas ist schöner, ja, also ich wollte schon immer Ananas werden, ja. Also das heißt, du hast eine bestimmte Form gekriegt, ja, Sternchen, Blümchen, keine Ahnung, ja. Und diese Form solltest du, wie dieser Teich, der da reingegeben wird, solltest du ausfüllen können. Und die Vergrößerung, das ist die, wenn, sagen wir mal, jetzt hat jemand wie so eine kleine Pilzform gekriegt und der will aber Sonne, Mond und Sterne spielen und blinkt da jetzt, als ob er Sonne, Mond und Sterne ist. Ist eine Überzeichnung, ist eine Vergrößerung, ist eine Selbstüberschätzung. Und dann gibt es die kleinen Kniedeichplätzchen oder Teichplätzchen, die noch nie mal, die sind vom Beruf Sonne oder Riesenstern oder sonst was, ja, und kommen nicht in die Ecken rein. Also beides ist die Totalverformung und deswegen der Appell an dich, schau, wer bist du? Ja, meistens hat es ja auch mit Ängsten zu tun, dass ich in die Form nicht reinkomme. Ja, stell dir vor, du bist ein Tannenzapfen und du sagst, nee, also Gott, ich bin zwar als Tannenzapfen angelegt, aber da muss ich ja 10 Meter runterfallen und da muss ich ja Samenträger sein und muss dann aufklappen, muss die und die und nee und dann kommen vielleicht die Wildschweine und fressen mich auf oder so. Und du gehst nie in die Funktion des Tannenzapfens rein, ja? Und das ist meines Erachtens eine Versündigung gegen dein eigenes Leben, gegen das, was du als göttliche Gabe gekriegt hast. Und das gilt es auf jeden Fall zu entdecken. Und da gibt es auch keine Ausrede. Und dass man sagt, ja, die Mama hat mich aber unterdrückt und Papa hat mich geschlagen. Und ja, in meiner Schule war ich immer der Außenseiter und deswegen kann ich das nicht machen. Leute, ihr seid die meisten von euch, ihr seid über 30, 40, ja. Und da habe ich Überblick und da kann ich mir wohl ein paar Werkzeuge dazu bauen, dass ich genau in diese Form nämlich reinwachsen kann. Und da möchte ich euch wirklich auch appellieren, dass ihr das macht, weil jeder von uns hat eine Funktion. Jeder von uns muss momentan, gerade weil es wichtiger ist denn je, gerade gesellschaftlich oder sowas, ja, in die absolute Größe reinkommen, weil ein gesunder Mensch, der in der Größe ist, weißt du, der kann ganz anders agieren, der hat nicht Angst, der guckt nicht rechts und links, was sagen die Leute, was macht der, kriege ich Strafe, sondern der agiert, der wird aktiv, der geht in die Funktion für die Evolution, auch die mentale, philosophisch-gesellschaftliche Evolution. Ja, und deswegen ist es wichtig. Und auch, weil ein gesunder Mensch, ich habe es euch vorhin am Anfang des Themas gesagt, ein gesunder
Mensch, der in der Größe ist, ja, der muss keine anderen Leute klein machen. Ganz im Gegenteil, der guckt rüber und sieht den anderen, wie er angedacht ist. Verstehst du? Ich sehe die Form, die angedacht ist und gehe dementsprechend auch respektvoll mit ihm um. Oder gar, ich meine, das ist hier ja auch mein Job, ich versuche ihm zu helfen, in die Form zu kommen. Und da gibt es so einen coolen Spruch, vielleicht kennt den jemand von euch, irgendwie der Goethe hat es nämlich gesagt, behandle einen Menschen so, wie er sein sollte oder wie die vorgegebene Form ist, ja, und dann wächst er in diese Form auch rein. Also behandle den anderen so achtsam und respektvoll und so liebevoll, ja, wie er es auch verdient hat. Und dann wird er, so Gott will, auch in diese Form reinwachsen. Soweit verständlich, Leute? Das ist so ein bisschen philosophische Abhandlung jetzt zum Schluss. Aber ich hoffe, dass ihr damit auch ein bisschen was anfangen könnt. Und da habe ich auch so einen Text neulich gelesen. Ich habe versucht, ihn irgendwie noch ein bisschen zusammenzukriegen. Aber ich habe jetzt in Stichpunkten versuche ich den nochmal wiederzugeben. Da hieß es, solange du versuchst, hört gut zu, das ist ein wichtiger Text. Solange du versuchst, andere Leute zu beeindrucken, ja? Bist du nicht von dir selbst überzeugt? Nochmal, solange du versuchst, andere Leute zu beeindrucken, bist du nicht selbst von dir überzeugt. Nächster Satz. Solange man besser, schöner, größer sein will als andere Leute, ja? Solange bist du in der Konkurrenz und fühlst dich selber klein. Nochmal, also wenn du größer sein willst, immer in Konkurrenz bist, dich über dich drüber wachsen willst, fühlst du dich klein. Solange fühlst du dich klein. Und dritter Satz, solange man anderen, ja, etwas beweisen will, solange bist du nicht von dir selbst überzeugt und sicher. Also solange du anderen was zeigen willst, solange du auch dich zum Beispiel dich beweisen musst ständig, solange ruhst du nicht in dir und solange bist du dir auch nicht deiner selbst sicher. Ja, also das so als kleiner Tipp für euch, als kleiner Text einfach mal zum Nachdenken. Ja, gut, das war so von meiner Seite. Wer Hilfe braucht, ihr wisst, ich möchte euch nicht immer die Ohren zulutschen, aber bitte macht Termine, am besten bitte durchklingeln, weil ich komme mit den Mails nicht mehr hinterher, also am besten durchfunken und ich bimmel dann zurück und dann kriegt man auch schnell Termine, wenn irgendwo was offen ist, ja, das ist die schnellste Methode, oder aber auf www.lorai-training.de reinklimpern, aber wie gesagt, da komme ich halt momentan kaum mehr hinterher. Wer das Video teilt, bin ich euch super dankbar, vielleicht reißt man noch was, weil das ist ein Spiel auf Zeit momentan, es wird sich sehr viel verändern die nächste Zeit und solange wir diese Botschaft gesellschaftlich noch ein bisschen rausbringen können, Leute, tut mir den Gefallen und teilt oder schickt es an Menschen, wo ihr sagt, die torkeln oder sind unsicher, ja, wir können was tun und deswegen mache ich es ja hier auch kostenlos und vielleicht habt ihr das auch gemerkt schon, ich mache hier keine Werbung drauf, ich will hier nichts verdienen mit diesen Videos, ja, und deswegen tut mir den Gefallen, unterstützt bitte dieses Projekt, ja, also teilt es, gebt vielleicht auch ein bisschen den Daumen hoch, weil das brauchen wir halt hier auf Social Media, dass das so ein bisschen sich weiterträgt und die neu sind, auch vor allen Dingen auf YouTube, abonniert den Kanal und dann muss man irgendwie, glaube ich, so ein Glöckchen da oben anklicken auch und dann kriegst du immer die neuen Infos, die ich da hochlade, ja. Für nächsten Sonntag, da habe ich einen Termin, einen wichtigen Termin mit mir, ja, da kann ich kein Sonntagsvideo machen, aber ich stelle euch im Verlauf der Woche wahrscheinlich ein Rode-Schal-Video rein, also ein Fachvideo, dass ich euch nicht ganz verloren gehe die Woche, ja, und dann sehen wir uns zumindest auf diese Art. Und so wünsche ich euch für heute alles, alles Liebe an euch in euren Sonntag heute. Ja, hoffe, ihr könnt wieder ein bisschen was umsetzen von dem, was wir heute erfahren haben. Und wie gesagt, ich bitte euch, nochmal die Kommentare durchzugehen und vielleicht das ein oder andere zu ergänzen. Alles Liebe, eure Susanne Lorai.